Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute gibt es mal wieder ein Bier aus der Dose, aber nicht aus irgendeiner Brauerei, sondern von Rekety Brewing aus Ungarn. Und diese Brauerei ist euch besonders ans Herz gelegt. Sie sind vom 24. bis zum 30. August bei den Braukulturwochen in der Otterkringer Brauerei. Und hey, das ist bei dieser Brauerei definitiv ein Pflichttermin. Ich habe euch den Sultan Rekety schon im Interview vorgestellt. Der war ja beim letzten Craft Beer Fest in Wien. Damals haben wir zusammen seine Gose getrunken. Habe ich auch hier nochmal am Kanal vorgestellt. Steht übrigens noch da hinten die Dose mit der 3D-Brille. Sehr, sehr witzige Geschichte. Und jetzt geht es eben an das Wheat Beer. Und Sultan Rekety gestaltet seine Etiketten mit einer Geschichte aus seinem Leben. Und hier die Bikini Lady, das waren so die Sommererlebnisse, die sie, ich glaube am Plattensee, hat er mir erzählt, ich muss mir das Interview nochmal genauer anschauen, gehabt haben, wo die Burschen halt den Mädels hinterher gemacht haben. Und ja, da eben leitet sich irgendwie die Story zu seinem Weizenbier heute ab. Und ja, auch tendenziell eher ein sommerlicher Bierstil. Alle Biere, die ich bisher gesehen habe, in der Dose abgefüllt, wobei es wohl auch flaschenabgefüllte Biere von denen gibt. Bin mal gespannt, was wir dann in Otterkring vielleicht auch zu kaufen bekommen. Also Wheatbier aus der Dose. Und da haben wir es mit einer ja, dunkelgoldgelben Farbe zu tun. Weizen typisch, Schaum obendrauf, zwei Finger breit. Und das Ganze auch mit einer sehr, sehr feinen Schaumkrone. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Schaum schaftet schön am Glas. Hoi. Ich bin jetzt gespannt, wie so der ungarische Twist in so einem Weißbier aussieht. Jedenfalls sehr viel Nelke, lustigerweise. Ein bisschen Banane. Aber die Nelke ist wirklich bei diesem Bier extrem stark. Ja, und dann vielleicht ein bisschen Weizen noch mit dabei. In dem Sinne, cheers. Das ist ja kein Geheimnis, ich mag Weizenbier einfach sehr gern. Erster Eindruck, es ist überrascht sehr. Es ist extrem leicht. Wo man bei vielen Weizenbier dann so eine gewisse sperrige Vollmundigkeit bekommt. Und ich muss jetzt einfach mal schauen, was gibt es denn hier so an technischen Daten von diesem Bier? Es ist nicht besonders viel. Ist das 4,3 oder 5,3? Ich kann das verdammt nochmal nicht lesen. Ich muss jetzt echt mal unter dieses Licht gehen. Das lässt sich leider wirklich nicht lesen. Aber es scheint 4,3 zu sein. 4,3 Volumenprozent Alkohol, das ist tatsächlich wenig. Und entsprechend leicht fällt auch dieses Bier aus. Es hat eine schöne Banane, die jetzt deutlich präsenter wird im Antrunk. Die Nelke ist auch da. Aber was diesem Bier fehlt, das ist so ein bisschen diese Vollmundigkeit, die normalerweise durch den Weizen kommt. Dieses Bier ist, wie gesagt, sehr schlank, sehr, sehr, sehr leicht gehalten. Es hat eine schöne getreidige Komponente im Antrunk. Aber es ist eben jetzt nicht so dieses richtig schöne, vollmundige Hefeweizengefühl, wie wir es von einem bayerischen Weizen kennen. Aufgrund des niedrigen Alkohols natürlich wieder ein Bier, was wieder hervorragend in den Sommer passt. Und wenn ich es jetzt mal aus dem Aspekt mir anschaue, dann muss ich sagen, ist es wieder ein sehr, sehr gelungenes Weißbier. Wenn wir es mal vielleicht in der Kategorie Session Wheat Bier laufen lassen, dann muss ich sagen, ist das etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wie gesagt, alles sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schlank, sehr, sehr spritzig, aber von der Kohlensäure her. Körper wirklich sehr, sehr leicht gehalten, tolle Kohlensäure, passt hervorragend dazu, wie bei einem Weißbier üblich. Lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut trinken. Und hinten raus, da klingt dann die Banane ein bisschen weg, die Nelke ist extrem präsent bei diesem Bier und es kommt dann so ein leichter, malziger, süßlicher Ton noch mit rein, der so getreidige Noten
mitbringt. Ich will es nicht sagen, es ist nicht wie bei einem Hefeweizen, dieser typische Weizengeschmack, aber es ist eben ein getreidiger Ton, der hinten im Nachtrunk diesem Bier sehr, sehr lange nachhängt. Ich muss ganz ehrlich sagen, heiße Sommertage und diese Bikini-Girls bzw. die Burschen, die den Damen nachschauen, das ist ein 1A-Bier dafür. Wenn es die richtige Temperatur hat, wenn es schön runtergekühlt ist, passt es perfekt. Für ein ganz normales Hefeweizen muss ich sagen, puh, da ist es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu schwach auf der Brust. Deshalb das Wheatbier von Rackety Brewing aus Ungarn. Von ProbierTV gibt es 3 von 5 möglichen Punkten für das Wheatbier. Und nochmal sei erwähnt, von 24. bis zum 30. August, das sind noch ein paar Tage hin, ist die Brauerei bei den Braukulturwochen der Otterkringer Brauerei vor Ort. Und wie gesagt, wer von euch in der Nähe ist, absoluter Pflichttermin, sehr, sehr geile Brauerei. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Bier bei ProbierTV. Bitte hier unten auf den Button klicken oder im Abspann bzw. bei YouTube den Button benutzen. Ich sage herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.